Lektion 202 aus einem Kurs in Wundern. Und heute wiederholen wir die Lektion 182. Ich will einen Augenblick lang still sein und nach Hause gehen. Und bevor wir damit starten, noch einmal der Hinweis aus der Einleitung zu den Wiederholungen. Wenn wir untertags getriggert werden, wenn uns etwas ärgert, wenn uns Sorgen packen oder was auch immer, du weißt schon, dann sind wir dringend gebeten zu sagen, diesen Gedanken will ich nicht. Stattdessen wähle ich, und dann setzen wir den Leitsatz ein, den wir wiederholen. Also heute, ich will einen Augenblick lang still sein und nach Hause gehen. Und wir räumen diesem Gedanken Raum ein. Und dadurch wird uns geholfen. Dadurch wird Vergebung praktiziert. Und unsere Gedanken heilen. Wir wollen auch versuchen, heißt es in der Einleitung, bei dieser Wiederholung über alle Worte und besonderen Übungsformen hinauszugehen. Denn diesmal unternehmen wir den Versuch, mit einem schnelleren Schritt auf einem kürzeren Weg zu Gottes Gelassenheit und Frieden zu gelangen. Das klingt doch super, oder? Einmal der Weg ist kürzer und dann gehen wir auch noch schneller. Na, das ist ja richtig der Turbo. Und wie machen wir es? Wir schließen einfach unsere Augen und dann vergessen wir alles, was wir zu wissen und zu verstehen glaubten. Denn so wird uns Freiheit von allem zuteil, was wir nicht wussten und nicht verstanden haben. Ja, das dürfen wir uns wirklich erlauben, einfach alles abzugeben. Wir brauchen uns um nichts zu kümmern. Es ist für uns gesorgt. Denn wir sind eins mit ihm. Wir sind ungetrennter Teil davon. Wie könnte es also sein, dass Gott sich nicht um sich kümmert? Das ist unmöglich, denn in der Ausdehnung des Geistes liegt die Schöpfung. Und Ausdehnung kann nicht blockiert werden. Wir können nur davon träumen, aber sie kann nicht blockiert werden. Und das können wir auch spüren, wenn wir nach innen schauen und den Frieden in uns wahrnehmen, den leichten Raum in uns, der immer größer wird, der leicht weit über die Grenzen des Körpers hinausgeht und alles umfasst. Ihm biete ich diese Wiederholung für dich an, heißt es. Ich übergebe dich seiner Obhut und lasse ihn dich lehren, was du zu tun und sagen und denken sollst, jedes Mal, wenn du dich an ihn wendest. Er wird dir jedes Mal, wenn du ihn um Hilfe anrufst,
zur Verfügung stehen. Wir wollen ihm die ganze Wiederholung anbieten, die wir nun beginnen. Und lass uns auch nicht vergessen, wem sie gegeben wurde, wenn wir jeden Tag nun üben und zu dem Ziel, das er uns vorbestimmt hat, fortschreiten, indem wir ihn uns lehren lassen, wie wir gehen sollen und ihm voll und ganz vertrauen, was die beste Art angeht, aus jeder Übungszeit eine Liebesgabe der Freiheit für die Welt zu machen. Und so machen wir es. Wir holen noch einmal einige Zeilen aus der Lektion 182 in unseren Geist, bevor wir sie dann loslassen und uns der Wiederholung widmen, so wie sie uns angeboten wird. Diese Welt, in der du zu leben scheinst, ist nicht dein Zuhause, sagt uns die Lektion 182. Und irgendwo in deinem Geist erkennst du, dass das wahr ist. Und spüre das in dir. Gib dem Raum. Frage dich vielleicht, wo bin ich zu Hause? Und die Antwort spürst du in dir. Den Frieden, die Freude, das ist die Antwort. Da ist dein Zuhause. Wenn du einen Augenblick lang still bist, wenn die Welt von dir weicht, wenn wertlose Ideen aufhören, für deinen ruhelosen Geist von Wert zu sein, dann wirst du seine Stimme hören. So ergreifend ruft er dich, dass du ihm nicht länger widerstehen wirst. In jenem Augenblick wird er dich mit zu sich nach Hause nehmen. Und du wirst in vollkommener Stille, schweigend und in Frieden bei ihm bleiben, jenseits aller Worte, unberührt von Angst und Zweifel, in erhabener Sicherheit, dass du zu Hause bist. Spüre das in der Ruhe in dir. Richte deinen Geist sanft danach aus und nimm diese Aspekte in dir wahr. Sie sind jetzt präsent und sie liegen in deinem Ich Bin. Du kannst all das spüren. Du kannst deine Existenz betrachten und hineinfühlen. Du hast deine Unschuld nicht verloren. Genau danach sehnst du dich. Das ist dein Herzenswunsch. Das ist die Stimme, die du hörst
und das der Ruf, der nicht verleugnet werden kann. Ich bin kein Körper, ich bin frei, denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Dehne diese Gedanken in dir aus, übergib sie deinem Geist. Brauchst nicht weiter darüber nachdenken mit deinen normalen Gedanken. Übergib sie einfach. Lass sie in deinem inneren Raum stehen. Ich bin kein Körper. Ich bin frei. Denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Betrachte die Stille in dir. Freu dich, dass du in ihr bist, dass sie bei dir ist, und sage: Ich will einen Augenblick lang still sein und nach Hause gehen. Und alles fällt jetzt von dir ab. Brauchst nichts festhalten, du darfst einfach sein, wie du bist. Warum sollte ich beschließen, noch einen Augenblick länger dort zu verweilen, wohin ich nicht gehöre, wenn Gott selbst mir seine Stimme gab, mich heimzurufen? Lass das in dir wirken. Lass diese Frage in dir schweben. Warum sollte ich beschließen, noch einen Augenblick länger dort zu verweilen, wohin ich nicht gehöre, wenn Gott selbst mir seine Stimme gab, mich heimzurufen? Lass dich ganz auf den Frieden ein, den du spürst, der dich umfängt. Wohin gehörst du? Wo ist dein Zuhause?
kannst in diese Welt blicken, ohne dein Zuhause zu verlassen. Dein Blick ist dann voll Sanftmut und Freude. Warum solltest du dich dessen berauben wollen? Warum solltest du dir das verweigern? Sei ganz präsent in deinem Frieden, in deiner Freude, in deiner Zuversicht. Und mache dir bewusst, wem du diese Übung gerade widmest. Und spüre seine Anwesenheit. Diese Anwesenheit ist nicht irgendwo, sie liegt in dir. Sie ist verbunden mit deiner Existenz, dem Frieden, der Freude, der Liebe, der Leichtigkeit, der Sanftmut, der Freiheit. Ich bin kein Körper. Ich bin frei, denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Danke für unseren gemeinsamen Weg. Für unser gemeinsames Lernen.